groß wird klein mit richtig scharfen Klingen. Alle, die zu Hause einen Kaminofen befeuern, die wissen, wie wichtig die richtige Größe der Holzscheite ist. Und dieser Holzspalter hier, der schafft die richtig dicken Dinger. Mit einer Kraft von 40 Tonnen ist es der größte Holzspalter Deutschlands. Und der steht in Iserlohn. Marcel, oh, hi. Grüß dich. Was hast du mitgebracht? Ja, ein bisschen dicke Buche. Bisschen dicke Buche. Was teilst du auf dem Querförderer und hinten die kleineren dann in das Gegenlager rein, ja? Ja, machen wir. Super, alles klar. Dick heißt Buchen mit einem Durchmesser von bis zu einem Meter. Die setzt Kunde Marcel Brunner mit einem Kran auf den riesigen Holzspalter. Bis zu 6 Meter lang dürfen die Stämme sein. Für Jörg Ertl ist der Start für den nagelneuen Holzspalter im XXL-Format ein erhebendes Gefühl. Das ist richtig grandios, ja, dass die Unternehmen jetzt zum Lohnspalten hier hinkommen. Ihr Brennholz, was sie nicht verarbeiten können, dass wir es verarbeiten können für die Kollegen. Und es ist einfach große Freude dabei, ja, das jetzt umzusetzen. Ein Förderband schiebt die tonnenschweren Holzstämme zur Harvestersäge. Der Holzspalter misst automatisch die Dicke des Holzes. Stufenlos kann Jörg Ertl die gewünschte Größe der Holzscheite einstellen. Darauf ist er sichtlich stolz. Das nimmt ihm auch viel Arbeit ab. So, der vermisst jetzt den Stamm. Dass keine Reste überbleiben. Der teilt den jetzt ein. Und dann haben wir, wenn wir 33er Maß haben, hinterher 33,9, 32,8, je nachdem, wie der Computer das gerade berechnet. Für den Kaminholzhändler Marcel Brunner sind diese Stämme auf dem eigenen Hof zum Spalten zu dick. Die hätte er nur mit viel Mühe klein gekriegt. Hier erledigen das die riesigen Klingen in X-Format im Nu. Das haben wir jetzt mal loren. Haben wir vorher alle kleingesägt. Vorgespalten und dann irgendwie auf irgendeinen anderen technischen Spalter dann schon mal gepackt, dass man spalten konnte. Und ja, jetzt natürlich, wenn man hier bis 1 Meter Durchmesser oder 1,10 Meter Durchmesser da reinschmeißen kann, ist schon eine andere Hausnummer. Ne? Das ist schon eine ordentliche Arbeitserleichterung. Jörg Ertl nimmt übrigens nur Holz an, das für die Möbelindustrie nichts taugt. Wenn er mal Ruhe braucht, zieht er sich mit Hund Anton in die Hütte auf dem Hof zurück. Seine Kunden schätzen die neue Anlage, weil sie günstig und umweltschonend Großes klein macht. Alles klar. Die meisten Kunden, die wir haben, oder was heißt die Kunden, die nach uns zum Lohnspalten kommen, Automaten haben, die maximal bis 65 cm Stammdurchmesser können. Und bei uns ist es ja so, dass wir halt bis 1 Meter im vollautomatischen Betrieb und bis 1,10 Meter im manuellen Betrieb fahren können. Und deswegen kommen viele Brennholzlieferanten, ja, nach uns hin und lassen ihr Holz bei uns klein machen. Am Ende spuckt die Anlage die gewünschten Holzscheite in einen Container. Mit dem 200.000 Euro teuren Holzspalter hat der Händler noch Großes vor. Meine Vision wäre, hier im Schnitt 25.000 Schüttraummeter zu produzieren. Wir werden irgendwann den Online-Shop scharf schalten bei uns hinter der Internetseite, sodass wir deutschlandweit auch das Holz ausliefern können. Jetzt braucht er viele überzeugte Kunden, damit sich die Anlage auch wirklich rechnet. Er glaubt aber an seinen Erfolg. Krummes, dickes Holz gibt es ja genug. Der gute Tag. So